super wichtige Mitteilung für Sie zu verkünden, nämlich Sie sind endlich wieder lieferbar. Und das ist auch gut. So lange Zeit mussten Sie darauf warten. Sie waren schon ganz traurig und jetzt sind Sie hier. Unsere heiß begehrten Luftkühler und du hast sie uns mitgebracht. Das sind aber auch tolle Sachen. Tolle Sachen und wie ich finde, gerade noch rechtzeitig. Denn wer mal so Berichte gelesen hat, Meteorologen und zwar richtige Wissenschaftler, die prognostizieren, dass auch dieser Sommer 2019 genauso, wenn nicht sogar wärmer als der Sommer 2018 wird. Und dann muss man rechtzeitig reagieren. Das heißt doch so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. Gehören Sie zu den frühen Vögeln. Und jetzt ist es auch lieferbar. Hier, wir sehen zwei Geräte, nachher sehen wir auch noch ein drittes, also drei in dieser Sendung, die uns wirklich unglaubliche Erleichterung an den heißen Tagen bringen. Erstens mal, das ist unser erstes Gerät, ein Turmventilator, den ich jetzt hier in drei Ventilationsstufen, ich nehme mal gleich die höchste, sehr leistungsstark einschalten kann und dann mit einem Knopfdruck auch noch die Swing-Funktion, hier sehen Sie es an den Lamellen, einschalten kann, sodass wirklich die frische Luft, die jetzt hier bewegt wird, im Raum verteilt wird. So, Ventilator, das ist das eine, aber das hier ist im Prinzip zusätzlich noch eine alternative Klimaanlage. Ein Verdunstungsluftkühler, mittlerweile immer mehr im Kommen, weil mittlerweile alle wirklich verstanden haben, dass so ein Verdunstungsluftkühler eigentlich die tolle Alternative zur Klimaanlage ist. Wie funktioniert es? Hier unten sehen Sie einen Wassertank. Da ist Leitungswasser drin und sobald ich jetzt die Verdunstungsluftkühlung zuschalte, wird auf einer Wabenstruktur permanent Wasser verdunstet. Und bei der Verdunstung von Wasser entsteht sogenannte Verdunstungskälte und das ist genau hinter dem Ventilator. Und das heißt, diese kalte Luft wird dann, sobald Sie es wünschen, zusätzlich rausgepustet. Jetzt kennen wir alle das Gefühl von dem Ventilator, da haben wir so eine gefühlte Kühlung von 7, 8 Grad, obwohl es dieselbe Temperatur hat. Und wenn wir jetzt hier tatsächliche gekühlte Luft, um 3 bis 4 Grad gekühlte Luft haben und die wird vorne rausgepustet, dann spüren wir schon mal eine Kühlung von, also gefühlt 10 bis 15 Grad und das ist unglaublich angenehm. Hier sehen wir diese Technologie und jetzt weiß ich aus meinem Bekanntenkreis, dass viele sagen, wie jetzt bei Verdunstung von Wasser entsteht Kälte. Das wissen die meisten nicht oder glauben sie nicht. Aber ich kann es Ihnen an einem guten Beispiel hier absolut beweisen. Weil erinnern Sie sich an letztes Jahr im Sommer. Sie waren im Schwimmbad oder am Baggersee und es waren draußen 30 Grad, das Wasser 26 Grad. Und Sie kamen aus dem Wasser heraus, 26 Grad Wasser und 30 Grad Lufttemperatur und fangen trotzdem an zu frieren. Warum? Ganz einfach, weil das Restwasser auf Ihrer Haut in diesem Moment verdunstet. Hier wird Wärme entzogen, das heißt, es entsteht Kälte. Man kriegt sogar Gänsehaut bei 30 Grad, was ja sonst nicht möglich ist. Das ist das Prinzip. Hier unser erstes Modell auf Ventilation bzw. Luftkühlung reduziert, aber schon mal unglaublich hilfreich. Vielleicht auch im Schlafzimmer anzuwenden, um wieder einen ruhigen Schlaf dann in den tropischen Nächten, die auch dieses Jahr auf uns zukommen werden, zu finden. Und das Ganze ist auch noch bezahlbar mit 66,41 Euro. Wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 130 Euro. Also hier schnell sein, weil der wird definitiv auch wieder ganz schnell weg sein. Unser kleines erstes Modell gibt es mit der Bestellnummer NX1302 und der 569. Und der Sommer, der wird richtig heiß, das können wir versprechen. Du hast natürlich auch noch ein super schickes Design-Highlight mitgebracht. Ja, das ist unser Design-Luftkühler. Also das Prinzip ist das gleiche, also auch wieder eine alternative Klimaanlage. Da muss ich noch ein Wort verlieren zum Vergleich. Bei einer Klimaanlage zum Beispiel schon allein der Stromverbrauch ist natürlich ein Riesenwort. Eine normale durchschnittliche Klimaanlage braucht 2000 Watt. Diese beiden Luftkühler brauchen gerade mal jeweils 65 Watt. Also das ist schon enorm. Dann, was bei Klimaanlagen, die ich in der Wohnung stehen habe, immer der Fall ist, ich muss irgendwohin einen Abluftschlauch legen. Den habe ich hier auch nicht. Mhm. Ich kann den mitten im Raum, sogar ohne Fenster in einem Raum aufstellen. Und das Dritte ist, bei Klimaanlagen reagieren viele Menschen empfindlich. Ja. Viele sagen, oh, ich werde krank, ich habe sofort eine Erkältung. Das passiert bei einem Verdunstungsluftkühler auch nicht, weil der Temperaturunterschied eben moderat ist. Auch hier natürlich bestens im Schlafzimmer einzusetzen. Hier kommen aber noch ein paar Funktionen,
die sehr, sehr hilfreich sind. Dazu einerseits natürlich neben dem Ventilator, Swingfunktion, Luftkühlung, die Timerschaltung, also Zeitvorgabe, gerade im Schlafzimmer vielleicht wichtig. Dann sage ich, komm, lauf du mal noch ein, zwei Stunden, dann kannst du auch wieder in Standby-Betrieb gehen. Und natürlich der Ionisator, der mit drin ist. Also hier ist ein Luftreiniger mit drin, der jederzeit die Luft auch eben dementsprechend wieder sauber macht. Also vielleicht für Allergiker auch bestens geeignet, weil auch Pollen zum Beispiel hier absolut entfernt werden aus der Luft. Aber auch Gerüche, können ja auch mal welche entstehen, wenn es warm wird. Wir kennen das alle, die Schweißfüße vom Partner, wenn er die Schuhe auszieht, wenn er beim Sport war oder ähnliches. Aber man weiß, im Sommer riecht es einfach viel, viel schneller. Und das kann ich damit auch noch beseitigen. Und wenn es dann wieder in den Winter geht, kann ich auch die trockene Heizungsluft wieder kompensieren, weil ein Luftbefeuchter ist ebenfalls integriert. Eine Fernbedienung haben wir auch dazu. Also das ist im Prinzip ein Design-Ganzjahresgerät und eben für die heißen Tage ganz, ganz wichtig, die alternative Klimaanlage. Wie gesagt, wenig Stromverbrauch, aber trotzdem effektive Kühlung. Kein Abluftschlauch, egal wo Sie es hinstellen, er funktioniert. Stecker in die Steckdose und überhaupt keine gesundheitlichen Gefahren. Es wird niemand krank durch den Verdunstungsluftkühler. Ein wirklich tolles Ganzjahresprodukt. Dank des Ionisators natürlich Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter einzusetzen. Jetzt, wo die Pollenzeit losgeht, kann ich den wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Und für 113,91 €, da profitiert man jeden Tag davon, ne? Und wie gesagt, verbraucht auch ganz, ganz wenig. Also machen Sie sich darüber gar keine Gedanken. Da kommt handelsübliches Leitungswasser rein. Brauchen Sie kein Spezialwasser. Sie profitieren hier wirklich von allen Seiten. Und für 113 €, da muss man wirklich schnell sein, weil auch der wird wieder restlos weg sein. Die Bestellnummer gebe ich noch ganz fix. NX1308 und die 569 für unser Design-Highlight von Sichler. Und du hast natürlich noch ein drittes Modell mitgebracht. Ja, da wechseln wir jetzt auf die andere Seite. Sie sehen das Gerät schon und das ist jetzt im Moment genau das Richtige. Hier, Sie haben es erlebt, mitten April im ganzen Osten und im Norden der Republik haben wir plötzlich wieder Schnee. Das heißt, wir brauchen wieder die Heizung. Vielleicht hatten Sie ja auch Ihre Heizung im Haus schon runtergefahren auf den Frühlings-Sommer-Modus. Dann wird es richtig kalt. Hier haben wir jetzt nicht nur einen Design-Luftkühler, die wir die ersten beiden Geräte hatten, mit Swingfunktion, mit Ventilator, sondern auch einen Heizlüfter. Das heißt, hiermit kann ich heizen und kühlen. Und das in einem Gerät, das ist wirklich phänomenal. Fernbedienung natürlich auch dabei, hier auch die Timer-Funktion und auch sehen wir das übersichtliche Display, alles direkt am Gerät zu bedienen oder natürlich über die Fernbedienung, ganz egal, wie Sie das machen möchten. Also hier einschalten, dann haben wir hier 4 Ventilationsstufen, die ich einschalten kann. Wir haben hier auch einen Nachtmodus, dann läuft das Ganze noch ein bisschen leiser, auch einen Naturmodus, dann wird so böenartig auch die Ventilationsluft im Raum verteilt, einen Timer, den ich bis zu 7,5 Stunden einstellen kann, die Kühlfunktion, die Swingfunktion und hier wird es dann, sobald ich ihn eingeschaltet habe, auch die Heizfunktion, die ist ja jetzt abends noch wirklich relevant, also hier abends einfach mal mit ins Bad nehmen oder mit ins Schlafzimmer oder wo auch immer Sie noch ein bisschen zusätzliche Wärme brauchen, weil Sie sehen unten die Räder, ja, man muss ihn nicht mal tragen, obwohl der nicht schwer ist, sondern man kann ihn einfach am Kabel hinterherziehen und dort in die nächste Steckdose rein und dann hat man Wärme oder Kälte, je nachdem, was man gerade braucht. Ja, und ich finde jetzt gerade in der Jahreszeit, wir hatten schon über 20 Grad, da war schon richtig warm. Da hat man gedacht, oh, ein bisschen frische Luft, ja, wird im Sommer richtig heiß. Aber in der Nacht, da kühlt es eben noch ab, bei uns teilweise an den Gefrierpunkt. Ja. Ja, und jetzt haben wir sogar noch Schnee gehabt. Also dann ist das hier natürlich das optimale Gerät. Eins ist auch noch mit drin, ein Ionisator. Und jetzt schauen wir auch mal auf die Preisgestaltung, weil die unverbindliche Preisempfehlung von diesem Gerät ist 199,90 €. Schauen Sie auf unseren TV-Sonderpreis. Ja, knapp 200 € normalerweise und jetzt bei uns für 113,91 €. Das ist natürlich ein fantastischer Preis, weil Sie müssen sich nicht entscheiden. Heizgerät, Klimagerät oder doch Ionisator. Es ist alles dabei. Ja, ein 4-in-1-Gerät und das für 113,91 €. Seien Sie schnell. Ein super Produkt für alle, die sich nicht entscheiden können. Deswegen ganz, ganz schnell zum Telefonhörer gehen. Rufen Sie uns an 0180 51 51 und dreimal die 2. Viel Spaß.